jump. Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge Minecraft Singleplayer. Das Ganze diesmal alleine. Ja, wir wollen heute den letzten Tunnel ausbauen. Ich habe mir überlegt, dass wir ja noch ein Schloss bauen wollen. Beziehungsweise ich möchte ein Schloss bauen. Somit müssen wir ja da ein bisschen bergab. Ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Ich zeige euch später den Berg am Ende des Partes, so kurz vorher. Auf eine Deckenhöhe von 45 kommen. Das dauert ja noch eine Weile. Mal erstmal, glaube ich, hier ein Lichtchen rein. Ich mach die ganze Zeit Screenshots, ey, das gibt's doch gar nicht. F3. Dauert immer noch ein Stück. Mindestlohn steigt auf 8,84 €. Wahrscheinlich, oder? Juckt keinen. So, F3, das plus 3 sind 53, wir müssen noch ein ganzes Stück nach unten. Ich würde sagen, wir machen sogar eine Deckenhöhe von 42. Wie gesagt, warum, sage ich euch später. Das wird eine lange Bahnstrecke. Das plus 3 sind 50. Da geht es noch ein Stück runter. Vielleicht finden wir sogar Dias hier beim Tunnel ausgraben. Das wäre ja mal was, ne? Ich wollte gerade schon sagen, unser Inventar kann doch nicht voll sein.
So, übrigens Minecraft Version 1.10. Gibt ein paar neue Features. Das plus 3 sind 45. Also müssen wir quasi auf eine Höhe von 39. Noch eins. So, jetzt müssen wir hier in die Richtung. Zu 1000, wie viel? 1691. Das heißt, wir müssen so weit graben. Ja, wir haben keine Werkzeuge mehr. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hoch. Ja, mir macht es sehr viel Spaß, Minecraft momentan zu spielen. Ich habe richtig Bock darauf. Es sieht zwar langweilig aus für euch, aber es ist doch noch interessant. Ja, um den Bahnhof hier ein bisschen zu gestalten. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze auch. Warum habe ich denn hier die Tür aufgelassen? Bin ich des Wahnsinns? Was ist da los, hä? Ja, da können wir mal, können halt überall mal die Steine befüllen. Ein paar brauchen wir ja auch noch. So, Mob-Drop. Bisschen Leder. So. Ich mache schon wieder einen Screenshot.
So. Was, 1791 oder 1691? 1691. Ja, so, jetzt in die Richtung mit 1691. Machen wir auch lieber 1695. Oh, da ist Eisen, sehr schön. So, was sagt der Anzeiger? Nicht mehr viel. Sollte vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1695. Und jetzt ewig in die Richtung. So, jetzt muss ich hier in die Richtung. Jetzt muss ich hier in die Richtung bis 1228. So, da bin ich wieder nach einem kleinen Cut. Sorry dafür. Ja, jetzt kann ich mich ewig erstmal hier in die Richtung graben. Muss gespart werden an allen Ecken und Kanten. So, ich muss jetzt noch mal kurz hoch. Ich wollte nämlich mal schauen, wie viel Fackelabstand ich da so gelassen habe. Weißt? Das ist sehr wichtig, ey. Hier. Immer zwei, okay, sehr gut. So, ich muss mir noch mal kurz angucken. 1228. Boah, wisst ihr, wie weit es ist?
Krieg ich ja richtig viele Steine. Wie habe ich denn das da ganz drüben gemacht? Ach komm, ich fahr mit der Bahn. Für was haben wir die eigentlich, gell? Okay, zurück. So, überall schön die Fackeln platzieren.
Ja, und damit würde ich sagen, dadurch, dass Spitzhacke jetzt kaputt gegangen ist, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao Leute, euer MH26105 und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten.